Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier in unserem Wildlife Park. Beim letzten Mal haben wir das Ganze hier gebaut. Das sieht eigentlich ganz nice aus, also gefällt mir sehr gut. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Als allererstes ist da, glaube ich, wichtig, dass wir hier den Zaun ziehen, damit hier die Besucher auch in Sicherheit sind. Ich meine, momentan sind die nicht in Panik, aber ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass die Dinosaurier alle sich in einem anderen Bereich aufhalten, weiter da hinten. Weil hier vorne habe ich ja absolut keine Futterspende und sowas. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir ziehen erstmal den Zaun jetzt zu Ende. Ich habe hier unten schon mal so beispielhaft so ein bisschen den Anfang gezogen. Ich denke mal, an diesem Anfang kann ich auch mich etwas entlanghangeln und weitermachen. So, machen wir einfach mal so ein bisschen nach Gefühl. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass es perfekt und ideal ist. Also das passt, denke ich, schon. So, und dann einfach bis zum Rand. Ich hoffe, das reicht aus, weil wir haben ja in der letzten Folge auch gesehen, dass die Dinosaurier da teilweise am Rand oder durch den Rand an den Zaun vorbei können. Aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich hoffe mal, das wird hier auch alles funktionieren. So, wie machen wir das denn hier? Hier ist natürlich nochmal die Frage. Das muss ich mir jetzt mal eben überlegen. Ich habe hier oben ja nochmal so ein bisschen ungenutzten Platz. Hier diesen ganzen Bereich. Und ich bin echt hart am Überlegen, ob ich nicht hier noch so eine kleine Gyro-Stationsstrecke mache. Die müsste ich entweder hier anfangen lassen. Also hier bei diesem Besucherbereich oder hier. Hier ist natürlich der Nachteil, dass wir hier sehr, sehr weit runterbauen müssen. Ich glaube, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, das Ganze von hier aus zu starten. Weil das ist zwar auch ein bisschen erhöht hier, aber das ist nicht ganz so hoch wie hier. Also ich würde sagen, wir machen hier erstmal den Zaun bis zum Rand und dann können wir uns gleich von der anderen Seite an die Gyrostation wagen. So mache ich das Ganze auch hier bis zum Rand. Und jetzt sollte dieser Bereich eigentlich sicher sein. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Hier ist das alles abgezäunt. Und das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen der Hauptgrundriss vom Park. Also wir werden noch ganz viel Landschaftsgestaltung machen und hier diese ganzen Futterspender vernünftig platzieren. Guck mal, hier ist ein Allosaurus. Was treibt den denn hier hin? Das ist ja echt interessant, ne? Wo die Dinosaurier alles hingehen. Das finde ich richtig, richtig cool. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier so ein bisschen Landschaftsbuilding. Das heißt, hier alles mit Bäumen und sowas auskleiden. Aber wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Also hier vorne will ich eigentlich gar nicht viel mit Bäumen arbeiten, weil ich will halt mir die Aussicht nicht versauen. Aber ich denke mal, ich mache hier überall hohes Gras hin. Weiß jetzt nicht, ob das too much ist. Oha, ja, ich sollte vielleicht nicht ganz so übertreiben. Ich dachte vielleicht, ich mache hier mal alles mit hohem Gras, aber das sieht sehr unnatürlich aus, wenn man so viel hohes Gras hat. So ein bisschen normale Grasflächen sollten schon vorhanden sein. Ich meine, es kann sehr bewuchert sein, da habe ich jetzt auch nicht das Problem mit. Aber so passt das, denke ich mal, schon. Hat man so ein bisschen normale Grasstellen und ein bisschen hohes Gras. Könnten hier auch nochmal ein bisschen überglätten. Das ist schon ein wenig sehr hugelig. Ich mache das mal eben. So. Wir müssen dabei nur aufpassen, dass wir da nicht zu sehr absenken. Aber ich will das eigentlich auch noch so steil lassen, weil ich will nicht noch mehr Platz verlieren durch diese Schräge nach unten. Das ist an sich auch nicht so schlimm, also es passt schon. Der Weg ist auch super und man hat dann halt wirklich eine sehr, sehr gute Aussicht von hier. Also man kann dann wirklich hier am Rand stehen und hat freien Blick auf die Dinosaurier, ohne dass irgendwas einen die Sicht versperrt. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das mit den Bäumen machen. An sich würde ich gerne den Zaun auf jeden Fall so ein bisschen verkleiden von der Dinosaurierseite aus. Weil die Dinosaurier sollen ja nicht gerade oder direkt mit dem Zaun konfrontiert sein hier. Na, ich denke, das mache ich hier komplett dicht einmal am Rand. Das sollte dann eigentlich nicht die Sicht schmälern, gehe ich mal von aus. Können wir mal eben gucken. Also von den Türmen auf jeden Fall nicht. Ja, ich mache mal eben die andere Sicht an. Dann sieht man das besser. So, das ist die Besuchersicht. Die ist noch perfekt. Also das geht auf jeden Fall klar. Ich weiß aber nicht, ob wir hier hinter noch eine Baumreihe ziehen sollten. Wahrscheinlich eher nicht. Ich denke mal, ich lasse das alles hier so ein bisschen unbewaldet. Hier können wir aber auch noch ein bisschen bewalden. So. Machen wir mal so. Hier kann auch das ganze Stück bewaldet werden. Das ist hier eigentlich ganz egal.
So. Und hier hinten können wir auch bewalden. Hier wird natürlich gleich noch ganz viel Wald wieder gerodet werden. So. Das ist eigentlich jetzt schon ganz cool. Das gefällt mir. Damit ist dieser Bereich schon fast abgeschlossen. Vielleicht werden wir noch die ein oder andere Änderung vornehmen. Aber jetzt fürs Erste ist das erstmal abgeschlossen. Und jetzt würde ich sagen, widme ich mich diesem Bereich hier. Da müssen wir erstmal ganz viele Bäume abroden. So, die Bäume sind weg. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das Ganze mit der Gyrostation machen, wo wir die genau hinmachen. Ja, das Problem ist, hier wird es halt sehr, sehr eng, noch einen Weg hier durchzuführen. Aber ich glaube, wir müssen das entweder hier lang führen oder hier lang führen. Da macht wahrscheinlich... Vielleicht können wir den Schutzraum auch noch ein bisschen weiter nach hier oben setzen und dann können wir hier den Weg runterführen. Das macht vielleicht am meisten Sinn. Ich meine, es sieht zwar ganz gut hier aus, aber ich probiere das mal aus. Ich mache den mal weg und auch hier den Weg weg. So, und dann machen wir den Schutzraum noch ein ganzes Stück hier weiter rüber. So. Und dann können wir das Ganze auch wieder, wie es vorher war, connecten da. Ich glaube, ich hatte das so ein bisschen angeschrägt. So ungefähr. Ja. Und jetzt haben wir nämlich hier zwischen dem Schutzraum und dem Hotel noch Platz für einen weiteren Weg. Ich glaube, den lasse ich auch so schmal. Ich glaube nicht, dass ich den noch größer machen so sollte. So, führen wir den mal möglichst mittig hier durch. Und dann hier runter. Ich mache hier mal ein bisschen die Bäume weg, weil sonst können wir nicht vernünftig arbeiten. Okay. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich hier noch irgendwie was hinplatziere. Aber ich glaube, wir müssen mit dem Zaun dann noch ein Stückchen rübergehen. Weil, ihr seht ja, hier geht das so ein Stück runter. Und das wird wahrscheinlich dann Probleme bereiten. Ich mache mal hier den Zaun so ein bisschen weg. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier von der Glättung her hinkriegen. Es geht eigentlich. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir die Gyrostation, was sind das? Hier, ne? Ja. Die Gyrostation mal eben platzieren, so dass das vernünftig aussieht. Ich glaube, ich mache das so ein bisschen schräg. So. Genau. Weil, wenn ich es ein bisschen schräg mache, komme ich hier gleich eleganter um die Kurve auf dieser Seite. Und dann machen wir mal den Weg hier hin. Okay, das passt soweit. Vielleicht können wir das hier noch ein bisschen schöner gestalten. Ja, das geht klar, denke ich. Und dann machen wir mal wieder den Zaun. Und dann haben wir das hier schon soweit. Haben wir eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden, denke ich. So, wo ist denn hier der Zaun geendet? Sieht's gar nicht. Ah, hier hinten. Okay, vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen mehr abreißen, dass wir hier komplett um die Kurve nochmal bauen müssen. Dann sieht das vermutlich ein bisschen besser aus. So, wo ist denn der Einrastpunkt bei der... Der ist gar nicht so weit vorne. Okay, das passt. Und dann das Ganze... Hier, wie gehabt, bis zum Rand. So, so nah wie geht. Und dann haben wir hier noch unsere zusätzliche Station. Verkleiden mit Bäumen machen wir auf jeden Fall gleich auch noch, aber wir müssen erstmal die Strecke, glaube ich, ziehen. Dafür gestalte ich, glaube ich, erstmal hier so ein bisschen die Landschaft. Ist natürlich auch noch sehr bergig. Was ja an sich nicht verkehrt ist, aber ich glätte das mal eben ein bisschen über, damit wir gleich erstmal vernünftig Wasser machen können. So, ihr seht, das Ganze geht hier hinten auf jeden Fall nochmal ein ganz schönes Stück runter. Ich habe das jetzt hier ungefähr an den Rand einigermaßen angepasst, aber ihr seht schon hier, was das für ein krasses Stück ist. Kann man ganz gut erkennen hier von der Seite, aber ich denke, wenn wir hier überglätten, dann sollte man hier den Übergang nach da unten relativ gut hinbekommen.
Und dann ist das ja schon einigermaßen annehmbar. Wir können das Ganze natürlich noch ein bisschen besser machen. Aber ich würde jetzt fast sagen, dass wir einmal kurz die Strecke hier entfernen. Die werden wir nämlich gleich nochmal hier ein bisschen der Landschaft anpassen. Als allererstes ist nämlich wichtig, dass wir Wasser zeichnen. Weil hier will ich auch so einen kleinen Dinosaurier- und Wasserbereich auf jeden Fall haben. Ich überlege ja gerade, ob das hier machbar ist, dass wir hier so einen Donutsee machen. Kennt man ja auch The Isle. Also, dass in der Mitte so ein kleines Landstück noch ist. So. Na, der ist schon fast zu groß, oder? Weiß nicht. Ich glaube, das ist schon too much, was ich da gemacht habe. Der muss auch nicht ganz rund sein. Gehe hier auch nochmal ein bisschen vom Rand weg. Und dann gucken wir mal, dass wir in der Mitte. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Machen wir mal schon mal. Ne, wir könnten auch Futterspender in die Mitte machen, ne? Das wäre auch eine coole Idee. Machen wir doch mal hier Futterspender. Ach, das war der falsche Menüzweig. Futterspender hin. So, klein. Verbaut. Okay, aber hier geht's. Großen. Fleischfutter machen wir, glaube ich, gleich woanders hin. Aber auch noch hier in diese Richtung irgendwo. Kriegen wir jetzt denn hier noch den einen oder anderen Baum unter? Kriegen wir tatsächlich, das ist cool. Okay, der gefällt mir nicht so. So, lassen wir das mal so. Das passt, denke ich. Und dann werden wir gleich außenrum mit Bäumen ein bisschen mehr arbeiten. Aber wir ziehen jetzt erstmal die Strecke. Die ist gerade wichtiger. Müssen wir natürlich gucken. Das wird auf jeden Fall nicht so eine mega große Rundfahrt. Aber wir haben hier halt kaum Platz, um irgendwas zu machen. Wir müssen hier schon wieder um die Kurve. Und zack, das war schon. Das ist dann unsere letzte Gyrostrecke. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo anders eine unterkriegen. Wir haben jetzt drei Stück. Ich glaube, die einzige Stelle, wo wir noch eine machen könnten, wäre hier. Aber ich glaube, nee, das möchte ich nicht. Oh, hier sind ganz schön viele Dinosaurier wieder. Nicht schlecht. Oh, der T-Rex ist sogar hier hingegangen. Cool. Finde ich gut. Ja, das ist so die Strecke. Und jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen mit Bäumen und so auskleiden. Ich habe mir überlegt, dass ich hier so einen kleinen Berg in die Mitte mache. Dann ist die Sicht so auf die andere Seite so ein bisschen verborgen. Aber ich weiß noch nicht, was ich hierhin mache. Ob ich hier noch was zwischen mache. Entweder Bäume oder eine Mauer oder so. Aber ich werde es auf jeden Fall natürlich nicht zubauen, weil der Park soll ja offen bleiben, dass jeder Dinosaurier auch überall hin kann, wenn er es denn möchte. So, wir heben das nochmal so ein bisschen an. Glätten das Ganze nochmal ein bisschen, dass das nicht ganz so kugelig aussieht. Ich glaube, wir können sogar hier noch ein bisschen nach vorne gehen. Okay. Ja, wir müssen hier natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht zu steil wird. Wir heben das mal nochmal so ein bisschen an. Und dann glätten wir das. Super. Das ist schon mal ganz gut. Wie sieht das hier aus? Hier ist ein bisschen steil. Da müssen wir auf jeden Fall noch glätten. Also das Glätten-Tool ist wirklich Gold wert. Genau, dann geht es hier so ein bisschen runter. Hier sollten wir auch nochmal überglätten. Das ist noch sehr, sehr steil. So, fahren wir mal die Strecke ein bisschen entlang. Hier sieht es gut aus. Noch so ein bisschen anheben. Ich meine, dass es dann hier so ein bisschen schräg wird, ist nicht schlimm. Hier ist die Strecke gerade und glatt. So soll es sein. Und perfekt. Also ich denke mal, die Landschaft ist schon relativ gut geglättet jetzt. Könnten überlegen, ob wir den Berg hier noch weiterziehen, aber. Ah, ich glaube nicht, nee. Machen wir erstmal hier so ein paar Bäume als Sichtschutz hin. So. Wir könnten auch so eine sehr bewaldete Dschungelstrecke hier machen. Also wir könnten hier wirklich
alles sehr bewaldet und bewuchert machen. Das wäre, glaube ich, auch cool. Was auch nice wäre, wäre, wenn wir hier... Auf jeden Fall eine Überlegung. Hier das Wasser schön nah an die Strecke machen. Glaube ich auch ganz cool. Können wir das Ganze ja auch noch ein bisschen natürlicher gestalten, dass es nicht so komplett rund ist. Okay, das gefällt mir. Hier machen wir nochmal ein paar Bäume hin. Ich glaube, das mache ich wirklich, dass ich hier so eine Dschungelstrecke sozusagen habe. Fleischfutterspender müssen wir aber auch noch irgendwo hier hinten unterbringen. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo wir den hin platzieren. Den machen wir, denke ich mal. Ich glaube, ich mache den hier hin. Ja, das ist cool. Und dann bewallen wir das Ganze noch ein bisschen mehr. So, dann hat man hier eine schöne Sicht. Dann würde ich fast sagen, dass wir hier das auf jeden Fall verdecken vom Eingang. Man soll ja noch nicht sehen, dass hier das Wasser ist, wenn die Strecke losgeht. So, bis hier. Hier hinten könnten wir auch nochmal was hinbauen. Vielleicht könnten wir auch hier nochmal einen weiteren Pflanzenfutterspender machen. Ja, warum nicht? Dann auch natürlich hier wieder Bäume hin. Das ist schon wieder hier zu nah am Rand. Auch hier ist mir zu nah am Futterspender. Will nur hier in die Ecke. Ah, jetzt habe ich wieder zu viele gezogen. Also dieses Bäume-Zeichnen-Tool ist wirklich nicht ideal. Okay, hier können auf jeden Fall viele Bäume hin. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir uns später diese ganzen Strecken dann mal nochmal in Ruhe angucken, wenn alle Dinosaurier soweit besiedelt sind. Das ist bestimmt dann mega cool. Hier machen wir auch nochmal so vereinzelt ein paar Bäume. So, vielleicht im Wasser den einen oder anderen Baum. Da kommen direkt drei Bäume. Auch gut. So, das ist gut. Hier hinten vielleicht nochmal ein bisschen reinmachen ins Wasser. So. Ich glaube, das war schon... Ich glaube, das ist schon too much. Ich will hier auch so eine kleine Sichtlücke noch drin haben. Okay. Soll... Hauptsache, es sieht natürlich aus. Also es soll alles nicht so künstlich aussehen. Deswegen, je wilder das bewuchert ist, desto besser eigentlich. Okay. Sehr schön. Gut, ich würde fast sagen, dann haben wir hier die Strecke fertig. Müssen wir gleich nur noch Dinosaurier hier so ein bisschen hinlocken, aber die ist ganz cool geworden, denke ich. Dann kommt man hier so runter, hat dann da unten das Gewässer. Nice, gefällt mir. Wie mache ich das denn hier? Eine sehr gute Frage, ne? Entweder ziehe ich hier noch so eine Mauer oder bewalde das ganze Stück. Ich glaube, ich mache einfach Wald dahin. Einfach hier so schönen dichten Wald. Und dann hat man hier hinten so einen Durchgang. Ich glaube, ich mache den Durchgang ein bisschen größer. So. Dann kann man hier durchlaufen bzw. fahren. So. Dann kommt man da in diesen sehr dicht bewaldeten Bereich. Kann dann sich da unten die Pflanzen und Fleischfresser, die dann hoffentlich da auch rumlaufen, anschauen. Wir machen den Futterspender hier nochmal ein bisschen rüber. So, dann ist das Ganze ein bisschen mehr verteilt. Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Bereich auch schon mal abgearbeitet. So, kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Teil nochmal für unseren Park. Wir sind jetzt schon wirklich so in diesen Endzügen. Also, was Menschenstationen angeht, wird hier, glaube ich, nicht mehr viel kommen. Nee, also das ist alles schon genug bebaut. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir diesen ganzen See und sowas vernünftig bewalden und mit Hügeln und so bearbeiten. Das wird jetzt nochmal ganz schön viel Fummelarbeit und knifflig. Oh, guck mal hier, die beiden Alus am Schlafen. Wie süß. Ihr seht schon, oh, wie viele Dinosaurier hier rumlaufen. Wir müssen echt gucken, dass wir gleich die Futterspender mal alle entfernen und dann mal vernünftig platzieren. Ich weiß jetzt gar nicht. Das Problem ist, wenn ich die jetzt alle entferne, die ich nicht haben möchte, habe ich ein bisschen die Sorge, dass die Dinosaurier verhungern oder Probleme bekommen. Ich meine, oh, welche muss ich denn entfernen? Die müssen hier eigentlich alle weg, die ich jetzt gerade rüber habe. Die sollen da eigentlich alle gar nicht sein. Weil ihr seht schon, hier hinten verteilt sich halt gar nichts hin, weil da noch keine Futterspender sind.
Wir halten sich alle hier in diesem Bereich auf, wo die meisten Futterspender sind. Aber ich würde sagen, wir entfernen jetzt einfach mal und dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, die Dinosaurier werden so lange überleben. Sollte aber eigentlich problemlos klappen. Wir werden die auch gleich relativ schnell wieder aufstellen. So schnell wie es geht. Jetzt sind die auch gerade am Futtern. Ich nehme ihnen das einfach weg. Kein Problem. So. Okay, jetzt sollte keiner mehr hier um den See vorhanden sein. Nur die, die ich auch gezielt platziert habe. Das ist ganz gut. Hier hinten ist auch ganz schön viel Futter. Hier ist Futter. Hier sollte ich auch nochmal einen Fleischfutterspender unterbringen in diesem Bereich. Damit wir auch hier die Chance darauf haben, einen Fleischfresser mal zu sehen. Den mache ich einfach hier hin. Kommt man hier durch das Tor und dann sieht man da eventuell einen Fleischfresser. Das wäre doch cool. So, guck mal, da rennt der Stego schon hier rüber, weil es hier den einzigen Pflanzenfutterspender gibt. Gut, wir fangen mal einfach an zu platzieren. Also, große Pflanzenfresser-Futterspender. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Dann kleine Pflanzenfutterspender, welche wohl die wichtigsten sind, weil wir da am meisten von haben. Da können wir, denke ich mal, hier auf jeden Fall einen hinmachen. Dann können wir hier einen hinmachen. Vielleicht hier hinten. Und hier auch nochmal. So. Das sollte eigentlich schon genügen. Vier Stück habe ich, glaube ich, jetzt platziert. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Zwei große hier gegenüber. Dann brauchen wir nur noch Fleischfutterspender. Den machen wir, glaube ich, einen hier hin. Und vielleicht hier oben auch noch in diesem Bereich. Müssen wir mal eben gucken. Ich mache jetzt erstmal hier wieder. So, Fleischfutterspender dahin. Und noch einen weiteren. Wo machen wir den am besten hin? Wir könnten den auch. Ne, hier ist zu schräg, ne? Ja, hier ist zu schräg. Wir könnten den auch hier oben machen. Machen wir mal hier oben hin. Und dann haben wir, glaube ich, schon eine sehr gute Futterspenderverteilung, so wie es aussieht. Boah, es gefällt mir. Also es sollte auf jeden Fall genug vorhanden sein. Die Dinosaurier müssen sich halt dann nur ein bisschen verteilen dementsprechend. Ich hoffe, jetzt wird hier keiner irgendwie Hunger leiden oder sowas. Die Fläche ist hier noch ein bisschen sehr frei. Da müssen wir gleich nochmal schauen, was wir hier machen. Vielleicht können wir hier nochmal so einen kleinen Wasserbereich machen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Ich glätte hier mal eben nochmal so ein bisschen über. Im Wasserbereich muss man eigentlich immer erstmal eine Fläche anpassen. Okay, das passt soweit. Dann glätten wir hier mal, dass das ein vernünftiger Übergang ist. Auch hier glätten wir nochmal rüber. Und dann ziehen wir hier nochmal so ein kleines Wasserbecken. Muss ja nicht groß sein. Wirklich so ein ganz, ganz kleines. Hat jetzt trotzdem nicht gut geklappt mit dem Glätten. Ich glaube, ich ziehe einfach den Wasserbereich mal größer und dann arbeiten wir mit dem Glätten-Tool so ein bisschen. Könnten auch hier nah an die Strecke rangehen, warum nicht? Das wäre auch, glaube ich, ganz cool. Ja, das können wir machen. Dann müssen wir aber hier vorher nochmal alles anheben. Gut, vielleicht können wir hier nochmal so ein bisschen die Form so ein bisschen anpassen. Ja, das sieht ganz cool aus. Ist hier hinten denn jetzt gut übergeglättet? Ja, das geht. Machen wir doch mal hier noch so ein paar Bäume hin. Okay, dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Bereich. Dann können wir auch nochmal hier eine Mauer ziehen mit Bäumen. Dann haben wir auch hier nochmal so einen Bereich. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich werde diesen Fleischfutterspender, der hier steht, den werde ich hier hinlegen, weil hier ist noch eine sehr schöne freie Lücke. So. Okay. Ich will auch nicht alles zu sehr bewallen, weil das soll schon noch so eine offene Ebene bleiben. Okay, cool. Aber so vereinzelt müssen wir auf jeden Fall hier noch Bäume machen, weil sonst wird das einfach nicht realistisch aussehen. Und noch ganz viel Gras. Ja, es wird immer belebter und schöner. Also es gefällt mir schon sehr, sehr gut.
Hier oben haben wir ja sozusagen unsere Jeep-Strecke. Der fährt dann da so lang, der Jeep. Machen wir mal hier die Bäume noch bis zum Rand. Hier kann man dann rüber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch irgendwie einen Futterspender oder sowas machen möchte. Hier sollte ich auch nochmal überglätten. Das ist alles sehr steil. So. Okay, perfekt. Und dann machen wir hier weiter. Hier nochmal. Das ist zu viel. Ich wollte eigentlich nur so einen einzelnen Baum da eigentlich hin platzieren. Na komm. Es kommen immer direkt im Dreier- oder Fünferpack gefühlt die Bäume. So, hier ist auch wieder eine sehr, sehr große freie Fläche. Ich glaube, da werde ich. Soll ich diesen Futterspender hier rüberlegen? Oder mache ich hier nochmal einen Fleischfutterspender hin? Oh, hier ist. Doch, hier kann ich nochmal einen Fleischfutterspender hin machen. Wir haben hier in der Nähe nämlich gar keinen. So, dann machen wir den mal hier hin. Gut. Überlege gerade, ob wir hier nicht nochmal so einen Tordurchgang machen. Das ist, glaube ich, eine coole Idee, wenn wir das gut hinkriegen. Na, ah, die Bäume verschwinden natürlich. Ich dachte, das bleibt so, wie es gerade war. Und so geht das, glaube ich. Ich glaube, das mache ich so. Haben wir nochmal so eine kleine, ein bisschen Abwechslung zu diesem ganzen Grün und so. Machen wir aber hier alles noch schöner. Dann müssen wir dann nochmal wieder mit sowas hier arbeiten. Nochmal einen nach vorne. Und auch hier. Einen nach vorne. Einen nach hinten. Okay, das ist schon mal sehr gut. Dann machen wir hier noch ein kleines Stück nach vorne mit einem kleinen Zaun. Und dann machen wir das Ganze. Einmal hier angedockt. Ja, das sieht cool aus. Das können wir auf jeden Fall machen. Anderen Seite auch. Sehr schön. Und hier wiederholen wir das Ganze. Und zack, haben wir hier nochmal so einen kleinen Eingang in diesen Bereich. Aber die Dinosaurier stört das nicht weiter. Die können ja sich frei dadurch bewegen. Das ist nur so für uns, dass so ein bisschen Optik reinkommt und das Ganze nicht alles so gleich aussieht.